Hallo, liebe Hobby-Modellbauer und auch natürlich Filmfans. Hier ist euer Vorhies 82 mit einem neuen Modellbau-Video für euch. Und ihr wisst ja, auf meinem Kanal gibt es doch einiges zum Zusammenbasteln. Einmal der Millennium Falcon, der schon komplett fertig ist. Dann bis Ende Dezember geht die Videoreihe noch zu. Bau deinen R2-D2 und ganz frisch auf meinem Kanal heißt es nun hier Bau deinen Robocop von Fanhorn. Und mal hier auch vielen Dank. Und als ich so bei Facebook geguckt habe, dachte ich mir, was sehe ich denn da? Von Hachette gibt es jetzt Bau deinen Terminator. Und ich habe mal nachgefragt, ob es möglich wäre, auch hier ihn zusammenzubauen zu dürfen. Und siehe da, Hachette hat sich bei mir gemeldet, sehr gerne. Ich muss für jede Bauphase eben ein Video machen. Das mache ich auch sehr gerne. Und ich kann nun eben auch den Terminator für euch zusammenbauen. Und ihr seid auch immer live mit dabei, wenn eben ein Paket kommt. Und dann bauen wir ihn nun gemeinsam zusammen. Ja, bau deinen Terminator. Ein Kindheitstraum wird wahr. Ich liebe Terminator. Erst vor kurzem ja auf VHS angeguckt. Ein Link hinten in der Infobeschreibung. Zu Wochi schaut VHS The Terminator. Und auch ein wunderbares Erlebnis. Und ich habe immer noch Kindheitstraume, wo eben das Endoskelett aus dem Feuer heraussteigt und die Augen sich hin und her drehen. Und genau das kann auch dieser Modell auch machen. Wir kommen mal erstmal zu den ganzen technischen Daten, auch zu den ganzen Informationen, erstmal zu den wichtigen Informationen, auch eben, was man alles dazu braucht. Also hier erstmal schon mal das Paket mit den ersten 4 Ausgaben und Bauteilen wohlgemerkt, denn es gibt leider keine Magazine. Finde ein bisschen schade, einfach aus dem Grund, weil ich lese mir auch gerne alles ein bisschen durch und vor allem auch dann die Bauanleitung ist auch auf Blatt Papier vorhanden. Das haben wir hier leider nicht, aber es hat auch Vorteile, dass nicht so zum ersten Mal, man hat erstmal nicht so viel Platz, da braucht man eben für die ganzen Magazine und wenn man es einmal durchgelesen hat, ja, dann sind sie wahrscheinlich auf dem Dachboden oder im Keller gelagert und so hat man eben bloß das Modell, ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, der Terminator, wenn hier das fertig zusammengebaut ist, ja, halt euch fest, das Teil ist über 90 cm groß, Maßstab 1:2. Die Bauteile sind aus Zink, Aluminium und auch aus ABS-Bauteilen zusammengefertigt und schauen auch schon mal sehr hochwertig aus. Die Augen können leuchten und auch sich bewegen nach links und rechts. Und das ist natürlich das, was mich damals wirklich schon Gänsehaut hervorgerufen hat, aber das am besten mir auch das Wochis schaut VHS an, da wird auch alles beschrieben, meine Kindheitstrauma von The Terminator. Gut, dann gibt es auch noch einen Sockel, wo man auch zusammenbauen muss und dort sind dann rote und blaue LEDs verbaut, sowie auch Soundeffekte gibt es auch noch und auch natürlich The Terminator Them wird ebenfalls noch abgespielt und das kommt natürlich dann cool, wenn es eben auf dem Schrank steht und dann eben die Musik abspielt und dann die Beleuchtung dazu ist, ist es dann bestimmt schon mal sehr, sehr stark. Es gibt eine Fernbedienung, wo man auch den Terminator steuern kann, also mit dem zum Leben erwecken kann, also den Mund aufmachen, Kiefer aufmachen, die Augen hin und her drehen und eben die Musik abspielen. Auch die Fernbedienung wird separat zusammengebaut und eben die Bauanleitungen müsst ihr eben dann als PDF herunterladen oder auch einfach so benutzen und enthalten alle Bauabschnitte sehr detailreich auf Deutsch. Und jetzt für euch ganz wichtig, dieses Modellbau ist wirklich doch schon sehr ein bisschen herausfordernd, würde ich jetzt mal fast behaupten, denn in den ersten 4 Ausgaben wird es auch hier schon sehr tricky werden. Ich bin gespannt, ob ich das mit meinen Wurstfingern hier hinbekomme, aber ich habe mir Abhilfe geschaffen mit Pinzetten, Zangen und so weiter und so fort, denn man muss auch hier sehr viel Geduld bewahren und es könnte auch ein paar Nerven auf jeden Fall auch dran glauben. Muss man klipp und klar sagen, das ist nun mal beim Modellbau so, aber man hat trotzdem Spaß daran, wenn das alles so richtig funktioniert. Aber das Gute ist, ihr könnt, wenn ihr wollt, auf dem Link unten drauf drücken, bau deinen Terminator. Und oben, ganz oben, seht ihr eine Leiste hier mit Bauanleitungen. Da könnt ihr auch schon mal die kompletten Anleitungsliste angucken von 1 bis 30. Insgesamt gibt es nämlich 30 Lieferungen und jede Lieferung ist nämlich eine Bauanleitung. Und dann könnt ihr schon mal direkt gucken, was ihr alles machen müsst und wie das alles so funktioniert. Also habt ihr schon einen guten Eindruck darauf, wie es eben dann zum Schluss dann wird. Ich sage euch gleich, es wird nicht einfach. Ja, insgesamt gibt es 120 Bauphasen, insgesamt aufgeteilt eben in 30 Lieferungen. Die erste Lieferung kostet 24,90 Euro und dann jede zweite kostet eben dann 49,90 Euro.
Das ist der erste Rabatt, auch das erste Geschenk von Bau Dein Terminator. Auch den gibt es auch nur online zu bestellen. Auch hier unten in der Infobeschreibung, auch hier dann der Link dazu. Und wenn ihr es eben machen möchtet, einfach dann abonnieren und dann bekommt ihr die ersten Liefer schon mal zugeschickt. So, also es gibt insgesamt drei Geschenke, die führe ich auch immer ganz kurz auf. Wie gesagt, Geschenk Nummer 1 ist eben 50% Lieferung für die erste Lieferung. Dann das zweite Geschenk ist eben hier ein Schraubendreher-Set mit der Lieferung Nummer 2. Und das dritte Geschenk ist ein Terminator-Gewehr-Replika mit der 6. Lieferung, kommt ihr dann mit. Also von daher habt ihr auch schon hier ein kleines Bonus um dazu bekommen. Und ihr habt ihr noch Fragen, die könnt ihr auch alle beantworten. Wie gesagt, die erste Lieferung kostet 24,99 € und dann jede weitere eben 49,90 €. Ja, für viele sagen, es ist auch teuer. Das ist natürlich wahr. Es ist natürlich teuer, aber es ist eigentlich so wie eine Ratenzahlung, kann man sagen. Und man muss natürlich auch selber zusammenbauen. Ja, ich weiß, es gibt Hot Toys Figuren, aber die kosten natürlich auch gleich halt mal den kompletten Preis von 1.500 bis 2.000 €. Und ganz ehrlich, das Geld habe ich jetzt nicht. Und so kann man es eben so immer nach und nach abzahlen. Und man muss eben das auch zusammenbauen. Wer natürlich Spaß dann am Zusammenbauen hat, dann ist natürlich hier ein gefundenes Fressen. Für all die, eben keinen Nerv nur zu haben, ist es auch vollkommen in Ordnung, das nicht zu tun. Die Lieferungen sind alle komplett versandkostenfrei und alle 4 Wochen erhaltet ihr dann eine Lieferung mit den nächsten Bauteilen. Insgesamt wird es, wie gesagt, 30 Lieferungen geben, also 30 Monate ungefähr, bis das Modell fertig ist. Es ist eine lange Zeit, auch das ist wahr. Man braucht auch ein bisschen Platz, um alles dann zu lagern, ist auch klipp und klar. Und deswegen kann es auch sein, dass ich auch hier in diesem, ja, Aufnahmezimmer hier ein bisschen an meine Grenzen stoße und eventuell auch diese Videos auch dann verlagern zu meinen Eltern raus auf den Esstisch von meinem Opa. Kann natürlich auch gut möglich sein. Die Bestellungen sind aus Deutschland, Österreich und Luxemburg möglich und ihr könnt per Bankeinzug, Kreditkarte und auch per PayPal zahlen, aber immer erst nach Erhalt der Lieferung. Ja, denke mal, alle Fragen sind beantwortet worden. Wenn ich noch weitere Fragen habt, dann bitte gerne in die Kommentare reinschreiben und dann kann ich auch die euch auch gerne mal beantworten. So, wir gucken uns jetzt mal ganz kurz uns eine Bauphase an. Ich habe jetzt hier mir mal das Tablet geholt, einfach aus dem Grund, man kann es auch aufs Handy runterladen, aber ich habe es auch da probiert. Leider ist da der Text wirklich sehr, sehr klein und da musst du wirklich genau hingucken, was da alles steht. Hier ist ein bisschen besser auf dem Tablet, okay, ihr macht jetzt keine Videos dazu, also von daher ist es nicht ganz so dramatisch, das aufs Handy zu gucken. Und mein Handy ist nicht mehr ganz das aktuellste, ich habe kein so großes Handy, wie ich auch gerade habe. Und hier, so schaut eben die erste Bauphase aus. Wir müssen mal ganz kurz ein bisschen warten, bis jetzt genau, jetzt erzähle ich mich gleich nicht mehr. Und hier, das ist eben die Bauphase 1 hier. Der Zusammenbau beginnt und man sieht hier mit ersten Überblick, was halt eben hier als erstes zusammengebaut wird. Eben hier eben dann die Augen und der erste Teil des Kopfes. Und wenn man es hier rüberwischt, seht ihr schon den nächsten Bauteil, also was hier alles enthalten ist. Und dann geht es nach und nach los, Schritt für Schritt. Sehr einfach beschrieben auch, was ihr alles machen müsst. Also schon mal hier sehr schön gemacht. Also auch gut erklärt, wie ich finde. Dann haben wir noch ein paar Tipps noch, eben mit dem Sekundenkleber. Und hier eben dann die erste Bauphase. Wir machen die erste Bauphase mal zu Ende. Dann wird es eben hier zusammengeschlossen. Und dann sind wir hier schon bei der Bauphase Nummer 2. Ein Teil des rechten Armes. Und das wird auch richtig schön tricky werden. Ja, so wie schon mal zu den Bauphasen. Wie gesagt, ihr könnt einfach oben drauf gehen auf die Website und dann könnt ihr direkt auf Bauphase klicken. Da kommen wir genau auf dasselbe Detail rein wie jetzt hier. Und ja, hier ist auch dann schon die Bauteile drin. Ist ein recht dünner Karton. Hier sind auch wirklich bloß die Bauteile drin. Also nichts weiter, natürlich bis auf die Lieferungsscheine eben auch hier. Und hier eben nochmal Boyd the Terminator. Hier in verschiedene Sprachen. Englisch, USA, Japanisch, Deutschland, Niederländisch, Französisch und Spanisch. Ihr könnt es ja gerne mal durchlesen, was hier steht. Sammelobjekt für Erwachsene, nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Alle Teile gehören zu einem Bausatz-Kit. Die Installation der elektrischen und elektronischen Teile muss immer von einem Erwachsenen durchgeführt werden, erfordert Batterien. Hinweise bitte aufbewahren. Ja, natürlich aufbewahren, ist natürlich klar. Gut, hier noch einmal eine Rechnung.
Und dann haben wir hier dann schon mal die kompletten Bauphasen. So schaut es dann aus, so bekommt es dann geliefert, also auch hier recht ordentlich. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach unten und fangen mal an zusammenzubauen. Ich habe mir schon was vorbereitet. Einmal eine Schere zum Rausschneiden der Teile. Dann eine Pinzette, ganz wichtig für die grobmotorischen Finger hier, um Feinarbeiten zu machen. Dann einmal ein paar Holzspieße, für eben den Sekundenkleber anzubringen. Eine Zange, mal gucken, wie ich die brauche. Dann einen kleinen Schraubenzieher und den großen Schraubenzieher. Die müsst ihr eigentlich auch, glaube ich, separat noch besorgen. Steht zumindest so drin. Ich habe jetzt mal die genommen, jetzt von Millennium Falken. Ist gleich dieselbe Größe, ist eben PH00, Länge 90 mm. Die gibt es aber im normalen Baumarkt nicht, ganz wichtig. Also ich war jetzt beim Hage Baumarkt und alle haben die nur mit der Länge 60 und 90 haben sie leider hier nicht. Und den Sekundenclip auch noch hergeholt und dann müsste ich, glaube ich, eigentlich schon mal sehr gut vorbereitet sein, um die ersten Bauteile zusammenzubauen. Es kann wieder ein bisschen länger gehen, wir waren so wie immer auf Schnelldurchgang, einfach so im Grunde, damit ihr das einfach sehen könnt. Ich habe dann keinen Zeitdruck, ich kann so lange brauchen, wie ich möchte. Umso länger ich brauche, umso schneller ist dann der Ablauf, weil sonst geht es wieder viel zu lange. Das möchte ich euch auch nicht anzumuten. Also die Videos sollen immer so zwischen 10 bis 15 Minuten gehen oder 20 Minuten gehen, je nachdem, wie lange ich eben brauche für den Modellbau. Und denke mal mit schöner Musikuntermalung wie immer bei mir. Und würde mal sagen, wir starten jetzt durch und bauen mal die ersten 4 Bauphasen von The Terminator gemeinsam zusammen. Und dann immer, wenn ich eine Lieferung bekomme, wird es dann auch immer ein Video dazu geben. Wie versprochen. Und ja, sind wir mal gespannt, wie es losgeht. Seid ihr genauso nervös wie ich? Ich bin extrem nervös. Extrem nervös. Und ich hoffe, ich habe jetzt noch nicht einen Nervenzusammenbruch. Kann nämlich gut passieren. Danach gibt es eben dann mein Fazit, wenn ich fertig bin. Also, wir bauen los. Kamera geht nach unten. Meine Baudecke habe ich auch schon vorgelegt. Und wir können dann direkt gleich mal durchstarten. Also, seid gespannt, wie es wird. Hier schon mal alle Bauteile für die Bauphasen 1 bis 4. Und man muss ja ein bisschen sich raussuchen, was man so braucht. Hier ist auf jeden Fall die Bauphase für die Nummer 1. Das müsste, glaube ich, Nummer 3 sein. Aber wir werden es einfach mal durchgucken. Und wir bauen es einfach mal los und mal gucken, was uns da Schönes erwartet. Wir holen es mal raus. Ist auch eingeschweißt, das Ganze. Mehr auch nicht. Karton nehmen wir auf die Seite. Und dann holen wir jetzt mal hier die erste Bauphase raus. Und hier schon mal dann reingefallen. So, gut. So schaut schon mal der Schädel aus. Ist auch Metall. Schaut schon mal sehr stark aus. Und das sind jetzt hier die Bauteile, die wir jetzt brauchen für die Bauphase 1. Und schon gut, dass wir hier schon mal den Pinzette haben, um das auch hier alles rauszuholen. Weil auch hier braucht man schon sehr filigrane Finger, um das alles rauszugießen. Weil ich will jetzt nicht unbedingt gleich von vornherein alles hier rauskippen. Aber so haben wir ein bisschen Kontrolle noch, was man alles braucht und was nicht mehr braucht. So, mal gucken. Haben wir hier Nummer 8 haben wir. Dann fehlt noch das hier. Die Augen haben wir. Ja, schaut gut aus. Das kann man erstmal auf Seite legen. Und dann werden wir jetzt hier mal loslegen mit der Bauphase 1. Bis gleich. Das war Bauabschnitt Nummer 1 schon mal, die Augen. Auch das war schon ein bisschen tricky, gebe ich zu. Vor allem das hier reinzukriegen hinten. Das hier da rausrutschen ist mir schon einmal passiert. Aber das ist schon mal der erste Bauschnitt gewesen und es ging auf jeden Fall dann doch ganz gut von der Hand. Wir machen direkt weiter mit der Bauphase 2. Und wir machen nun weiter mit der Bauphase 2. Dazu brauchen wir jetzt eben hier, Alter, das Ding ist voll aus Metall. Wahnsinn.
sehr stark, ist auch schon schwer gebaut. Das ist jetzt Plastik. Wir haben hier schon mal die Zähne, ein Teil des Arms und ein Teil des Unterkiefers oder Oberkiefers. Das ist der Oberkiefer und die Oberkieferzähne. Und damit geht es direkt weiter. Hier noch die Schräubchen, die brauchen wir auch noch dazu noch. Und dann kann man auch das hier wieder weglegen. Und wir bauen direkt weiter. Das war die Bauphase 2. Einmal hier die Zähne angebracht. Ich hoffe, dass die so passen. Aber wahrscheinlich ganz gut aus. Ja, die eine Kabel mal rausgeflutscht bei mir. Aber nochmal festgeklebt. Und ja, so viel schon mal zum Unterkiefer und den Augen. Und einmal hier den ersten Teil des rechten Arms. Auch schon fertig. Und auch so schaut schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Jo, und wir machen weiter mit der Ausgabe 3. Und Ausgabe 3 geht direkt hier weiter und die Komponenten sind das hier, ein Stromanschluss, dann einmal hier die Hülsen und dazu holen wir gleich mal eine Pinzette mit her. Das hier und das hier, oh weg, das ist jetzt hier ein schönes Gefummel werden. Und das sind die ganzen Bauphasenteile für die dritte und wir machen direkt weiter. Ja, meine Lieben, und das war's auch schon. Einmal hier das Teil von dem Arm und einmal hier ein Teil von den Fingern. Und die Finger, die waren wirklich sehr, sehr anstrengend zu machen. Gebe ich wirklich zu, war es für eine Bobbelarbeit. Aber das habe ich mir schon gedacht, dass das so ist. Aber ist komplett aus Metall und schaut schon mal bisher schon mal sehr gut aus. Auch komplett beweglich an den Gelenken. Ja, aber das wirklich noch 9-mal machen, ist, glaube ich, wirklich kein Spaß. Das weiß ich jetzt schon. Ja, wir machen weiter mit der Ausgabe 4. Und es geht jetzt noch weiter mit der letzten Ausgabe für dieses Video, nämlich Ausgabe Nummer 4. Und da haben wir eben noch die letzten Komponenten auch hier komplett aus Metall wieder gebaut worden. Dann nochmal dasselbe, wie wir auch schon mal gehabt haben, mit dem hier. Und noch weitere Stifte. Hier unten lange Schrauben.
einmal das hier und einmal hier die Plastikteile. Einmal diese Komponenten. Das und das hier. Und dann ist auch schon das Päckchen auch schon mal leer. Aber ich werde es mal aufheben für die Teile, die noch nicht benötigt worden sind, um die wieder reinzuräumen. So, wir bauen los mit der Bauphase 4 und bis gleich. Das war der Bauabschnitt Nummer 4 und hier schon mal ein Teil des Oberarms. Ja, war ganz schön tricky, vor allem jetzt hier die Schrauben reinzumachen. Ich weiß, es ist nicht so ganz richtig fest. Ich schaue mal ein bisschen fester fest. War jetzt nicht ganz so einfach, wie ich gehofft habe, ganz ehrlich, gebe ich zu. Aber man muss da ein bisschen, wirklich ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln und man braucht trotz all dem recht viel nebenbei noch Werkzeug, wie zum Beispiel ein Tesafilm, um die Schrauben zu fixieren nochmal. Ja, also ist auf jeden Fall nicht, ist schon ja, herausfordernd, diese ganze Bausitz, muss man hier wirklich sagen. Und ja, das waren auf jeden Fall die ersten Bauphasen 1 bis 4. Und wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Ja, meine Lieben, und das war's auch schon mit den Ausgaben 1 bis 4 von Bau. Deinen Terminator. Puh, ja, es war auf jeden Fall schon herausfordernd. Muss man klipp und klar sagen, ist auf jeden Fall kein leichter Bausatz, wird das werden. Denn schon in den ersten 4 Ausgaben ging es schon ein bisschen tricky zu. Man muss ein paar ja, Hilfsmittel holen, wie zum Beispiel hier das Klebeband, um die Schrauben zu fixieren. Aber ist auch hier in der Beschreibung reingeschrieben worden. Also am besten hier, steht auch drin, am besten mit den Schrauben mit fixieren. Ah ja, gut, am einfachsten war eigentlich der Kopf, die Augen mit den LEDs, die haben auch funktioniert, habt ihr ja gesehen. Und auch die Zähne reinzubiechen, war eigentlich alles kein großer Akt. Ein bisschen schwieriger war es dann schon das hier, und zwar der erste Finger von den Zehen. Ja, auch die müssen extra zusammengebaut werden. Und das war wirklich gar nicht mal so einfach. Viel Fingerspitzengefühl mir gebraucht und war schon ein bisschen fordernd. Das letzte Teil war eben schon mal der erste Teil von dem Oberarm, wo auch noch ein paar Teile noch ein bisschen noch lose sind, aber es gehört auch so, steht auch so drin. Und zwar hier, auch das war schon mal tricky, muss man auch hier ein wenig Aushilfe holen, eben mit oder Hilfsmittel holen, wie das Klebeband, um mal die Schrauben zu fixieren. Also das war schon ein bisschen anstrengender. Ja, auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie es weitergeht, gebe ich zu, denn ich freue mich schon, diesen Terminator hinzustellen in dieser Größe, aber es dauert halt seine Zeit. Es muss natürlich jeder klar sein, wenn man so etwas abschließt, es dauert wirklich Zeit. Man kann es auch so machen, einfach das liefern lassen, aber erst ganz zum Schluss, wenn alles dann da ist, dann auf einmal zusammenbauen, habe ich auch beim Millennium Falcon so gemacht, war wesentlich natürlich angenehmer. Du hast nicht so viel Zeug zum Rumliegen, du hast nicht so viel Platz zum Verbrauchen und man kann einfach nach und nach schon mal wegbauen. Problem ist halt, wenn irgendein Teil fehlt oder irgendwas verwechselt wurde, dann könnte es eventuell schwieriger werden. Ja, wenn ihr jetzt Interesse habt an Bau deinen Terminator, dann geht ihr einfach mal hier unten auf den Link, dort kopieren, einfach reinkopieren und dann könnt ihr eben das wunderschöne Modell auch abonnieren. Wie gesagt, es geht nur online, der kommt nicht in den Fachhandel raus, sondern nur online kann man ihn bestellen und auch abonnieren. Alle Informationen habe ich schon bekommen, ganz am Anfang des Videos.
Und ja, bin gespannt, wann es weitergeht. Denke mal, einen Monat sehen wir uns dann wieder mit den nächsten Bauteilen von den Terminator. Aber ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, auch gerne meine Wochis schaut VHS angucken, The Terminator, und wie es mir da gegangen ist und was ich da für Kindheitserinnerungen habe von diesem Film. Da könnt ihr auch gerne mal einen kleinen Blick riskieren. Ja, wir sind jetzt hier durch mit Bau Dein Terminator, der Ausgabe Nummer 1 von 30. Also es sind noch 29 vor uns. Seid gespannt, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns bei einem weiteren Video wieder, egal was. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Das war's von mir. Bleibt schön gesund. Tschüss mit Ö und Beep.